Der Gardenkrieg wurde beendet, der Hexe Edea wurde Einhalt geboten und Renor ist ...... Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur dritten CD von Final Fantasy VIII. Das Blöde ist nun, dass wir am Anfang dieser CD stehen und keinen Hauptkonflikt mehr besitzen. Edea ist ja schließlich schon besiegt. Doch das heißt nicht, dass es nicht noch offene Fragen gibt. Warum wurde aus der lieben Matrone Edea die Hexe Edea? Was war das für ein lila Funkenhaufen, als wir Edea besiegt haben? Warum wankte Renor tranceartig zu Cypher hinüber und was flüsterte sie ihm ins Ohr? Wohin ging Cypher danach und warum hat ihn absolut niemand aufgehalten? Und wie schlimm ist Renors ...... Zustand? Nun, das sind ein Haufen zum Teil sogar sehr spannender Fragen und nur eine Person kann uns diese Fragen beantworten. Edea. Demnach beginnen die ersten Schritte von CD 3 an dem Ort, wo die letzten von CD 2 begonnen worden sind. Am Waisenhaus von Edea. Hier klären sich alle gestellten Fragen, mit Ausnahme der von Cypher, welche auch viel interessanter ist und deswegen verschieben wir das Gespräch mit Edea und gehen nach Delling City. Hier weiß nämlich so ziemlich jeder Stadtbewohner und Armeeangehörige mehr als unsere Truppe. Was ist also aus Cypher geworden? Gleich der erste Soldat in der Stadt beantwortet uns diese Frage. Cypher hat nun Vollmacht in der galbadianischen Armee. Ihr wisst ja, eine verlorene Schlacht muss man nur gut genug vermarkten und man wird befördert. Diese Aussage ist übrigens deswegen so interessant, weil keiner in der Armee ihn mochte. Zumindest wenn man Fujin und Raijin damals im Balam glauben durfte. Hinzu kommt, er besaß seine Position nur wegen seiner Beziehung zur Hexe Edea. Warum sollten sie ihn also noch weiter befördern? Nun ja, das Spiel erklärt es damit, dass eine neue Hexe aufgetaucht sein soll. Namentlich bekannt als Artemisia. Und ab hier sollte jedem Spieler die Frage aufkommen, Arte wer? Und das kann euch niemand verübeln. Artemisia taucht in CD 3 zum ersten Mal auf und ich werde mich etwas später gehörig über sie auskotzen. Merkt euch also bis jetzt nur, dass Artemisia eine Hexe ist und Cypher scheinbar Kontakt mit ihr hatte. Und natürlich, dass jeder Cypher sofort geglaubt hat, dass Artemisia existiert. Sind halt etwas einfältig, diese Galbadianer. In Delling wird übrigens auch geklärt, was Cypher vorhat. Im Grunde genommen klappert er mit der galbadianischen Armee einige Ruinen und den Meeresgrund nach einer Waffe ab. Wir kennen übrigens auch schon die Waffe, aber wir haben sie bis jetzt nur aus dem Inneren begutachten können und dann auch nur aus der Perspektive eines sympathischen Trottels. Mit diesem Extrawissen gewappnet, gehen wir zum Waisenhaus von Edea. Vielleicht finden wir hier heraus, wie wir unser Dornröschen in Blau aufwecken können. Es sollte verständlich sein, dass das Wiedertreffen mit der Ziehmutter ein emotionales Thema für unsere Truppe ist. Mal ignorierend, dass bis vor zwei Folgen sich niemand mit Ausnahme von Irvine an diese Frau erinnern konnte. Aber egal, es ist für sie ein emotionales Thema und deswegen ist auch die ganze Truppe anwesend. Doch bevor wir einen großen Haufen Story abarbeiten, sammelt noch die vorletzte Timbermaniac des Spiels ein. Im Inneren des Hauses finden wir Direktor Cid. Hier hat sich also der fahnenflüchtige Direktor versteckt. So sehr mir Direktor Cids schicksalhafte Art... Nein, das stimmt nicht so ganz. So sehr mir Direktor Cids trollende Art, Aufgaben zu verteilen, widerspricht, so muss ich ihm auch zugestehen, dass ich ihn etwas verstehen kann. Egal wie der Kampf ausgegangen wäre, Cid wäre der Verlierer. Wenn die Cids gewonnen hätten, würde er seine geliebte Frau Edea, zeitgleich mit dem Tod der Hexe Edea, verlieren. Und wenn nicht, würde er seine Ziehkinder verlieren. Es ist in beiden Fällen keine sonderlich schöne Situation für ihn. Aber ich kann auch verstehen, wenn einige Menschen, viele Menschen, wahrscheinlich alle Menschen, dies als scheinheilig empfinden würden. Der Balam Garden ist immerhin eine Söldnerakademie, die schon unter anderem echte Kriegseinsätze geführt hat. Echte Kriegseinsätze mit Toten. Zumindest nehme ich das an, das oder alle Kriegsparteien haben mit Konfettikanonen gekämpft. Dies müsste auch Cid wissen. Außerdem, nein, ich verzeihe ihm nichts. Er ist der größte Troll des Final Fantasy Universums. Erst die Wunderlampe, dann der Timber-Vertrag mit seinem süffisanten Lachen, dann dieser Suizidangriff auf die Hexe. Cid hat sich in CD 1 keine Freunde gemacht und in CD 2 ist es nicht besser gewesen. Man musste Cid öfter suchen als Waldo, meine Güte. Immer hat er sich aus den Affären gezogen. Aber gut, ignorieren wir Cid, denn wir wollen mit Edea reden. Diese befindet sich beim Strandeingang des Hauses und dient ab jetzt als Plotterzähler. Und oh boy, macht euch darauf gefasst, mit einem großen narrativen Notdurfthaufen beworfen zu werden. Der plötzliche Wandel von Edea wird dadurch erklärt, dass sie durch eine andere Hexe kontrolliert worden ist. Welch ein Wunder. Es ist jedoch nicht einfach nur eine geheimnisvolle andere Hexe, sondern eine Hexe aus der Zukunft. Oh meine Güte, Zeitreisenplots machen alles schlechter. Diese Hexe hat auch einen Namen, den wir schon aus unserem Delling City Ausflug kennen. Artemisia. Und Artemisia pinkelt der ganzen Welt ans Bein, weil sie einen großen Hass auf...
einfach alles und jeden verspürt. Deswegen braucht sie Elione und ihre Gedanken in die Vergangenheit Schickfähigkeiten. Doch Edea, die seit dem 5. Lebensjahr eine Hexe ist, hat zum Schutz von Elione Artemisia in sich aufgenommen und sie so gebändigt. Nun ja, zumindest für eine gewisse Zeitspanne, wie wir jetzt wissen. Und wie Edea auch schon damals vermutete. Deshalb gründete sie mit ihren ehemaligen Waisenkindern die Seeds. Die Seeds sind in zwei Gruppen eingeteilt, in die Weißen und die nun ohne farbigen Präfix. Die weißen Seeds sind nur für den Schutz von Elione erschaffen worden, während die regulären Seeds zum Vernichten von Hexen ausgebildet worden sind. Deswegen wurden diese auch mit GFs und Magie ausgestattet, um den natürlich magiebegabten Hexen ebenbürtig zu sein. Da Artemisia ihr Ziel noch nicht erreicht hat und Edea nun scheinbar verlassen hat, ach, das war also das lila Funkenspektakel in CD2, da sie also nun Artemisia verlassen hat, versucht sie nun über einen neuen Wirt an Elione zu kommen. Und die nächststärkere uns bekannte Hexe ist Adele, die Herrscherin Estas. Wie sie das denn machen will, hinterfragt unsere Truppe leider nicht, aber das ist halt der notwendige MacGuffin für diesen Plotpunkt. Das ärgert mich übrigens gewaltig, denn ehrlich, diese simple Transferleistung erbringt niemand hier. Nicht mal Edea. Huhu, Leute! Renor wankt quasi besessen zu Cypher und er steht magisch auf. Zufall? Nein? Irgendwann erschöpft sich Edeas Dialog übrigens und wiederholt sich nur noch. Jetzt müsst ihr die berühmte Final Fantasy Trigger-Logik des Weggehens benutzen. Ihr werdet natürlich von euren Teamkameraden aufgehalten, denn diese möchten, dass Squall Edea noch weiter zuhört. Vielleicht hat sie ja noch mehr nützliche Informationen. Ja, mit Betonung auf hätte, wenn Edea nicht gerade einen Sprung in der Platte hätte. Das ist übrigens das wahrscheinlich einzige Mal in ganz Final Fantasy, dass diese Weggeh-Trigger-Mechanik gut benutzt wurde. Denn sie stellt dar, dass Squall genug gehört hat und etwas anderes tun möchte, nämlich zu Renor zu gehen. Darauf folgt auch eine weitere gute Darstellungsidee, um dies zu verdeutlichen. Es folgt eine Evaluierung der ganzen nun neu offenbarten Handlung von Final Fantasy VIII. Zeitgleich kann der Spieler aber auch die Gedanken von Squall über seine Beziehung zu Renor lesen, daher er ist nicht ganz bei der Sache. Das ist eine super Visualisierung in Textform und vor allem ist sie auch noch recht frisch. Leider hält die Beziehung Squall und Renor das Ganze nicht. Aber ich werde gleich noch was zum Verhältnis Renor-Squall sagen, denn wir sind hier noch nicht ganz fertig mit der richtigen Handlung von Final Fantasy VIII. Fragt ihr euch nicht, was Artemisia mit Eliones Gedankenzeitreisefähigkeiten machen möchte und wie es ihr denn nun helfen soll, ihren Hass auf, nun ja, alles zu befrieden? Nun, sie möchte ihre Gedanken in die Vergangenheit schicken, um so eine Art Zeitzauber zu wirken, der die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenpresst. Sie möchte also eine Zeitkomprimierung ausführen, um so das Sein auszulöschen. Sie möchte also mit der Zeitkomprimierung allen Seins in der Gegenwart, der Vergangenheit und in der Zukunft ans Bein pinkeln. In Fachkreisen nennt man diese Zeitkomprimierung übrigens auch. So sehr ich die Story von FF8 bis zur Mitte von CD2 als recht okay empfinde, dieses Hüllenwort zerstört alles. Es hat absolut keine Bedeutung, weil ihm nie eine Bedeutung gegeben wurde oder gar wird. Es reicht nicht einfach nur, den Begriff oft genug zu wiederholen und darzustellen, wie schlimm es doch wäre, um so einen Bösewicht aufzubauen. Es wird nichts. Und ich meine wirklich nichts Aufklärendes dazu beigetragen, um verständlich zu machen, was diese Zeitkomprimierung denn bitte sein soll. Es wird nicht mal geklärt, warum Artemisia diesen Plotfurz ausführen möchte. Und ja, Hass, meine Güte, Hass ist eine so billige Ausrede für eine Motivation, die ich unter Umständen sogar akzeptieren würde, wenn mir zumindest verständlich gemacht werden würde, warum sie diesen Hass verspürt. Es ist ein allgemein akzeptierter Kritikpunkt am Bösewicht von Final Fantasy VIII, dass dieser zu spät eingeführt worden ist. Doch es ist eigentlich egal, wann sie eingeführt wird, wenn immer angedeutet werden würde, dass sie existiert hat. Timber ist hier ein großartiges Beispiel, denn hier wird perfekt angedeutet, dass ein Wesen von früher existiert und noch Macht ausübt. Sie ist zwar nicht Artemisia, sondern eine andere Hexe, aber das ist doch der Punkt. Wenn man diese andere Hexe trifft, fällt einem dieser Zusammenhang urplötzlich auf und das große Ganze ergibt sich. Das Spiel wirkt automatisch fülliger und vor allem cleverer. Weiteres großes Problem ist, dass Artemisia komplett blass bleibt und bleiben wird. Ich weiß, es gibt da diese ganz spezielle Theorie, aber ich werde sie in CD4 so hart zerlegen, dass man mich mittendrin darum bitten würde, aufzuhören, weil sie schon blutend und jächzend am Boden liegt. Ich meine, kommt schon. Ersetzen wir Artemisia vollständig durch Adel und entfernen diese Zeitkomprimierung und fügen einen anderen blöden Grund ein und wir haben schon eine deutlich bessere Geschichte. Aber nun gut, widmen wir uns dem plötzlichen Wandel von der Beziehung Squall-Renor. In CD2 hat man gut gesehen, dass Renor ein gewisses Interesse an Squall hatte. Es gab viele Interaktionen zwischen Renor und Squall, die auch persönlicher Natur waren.
Es hat sich definitiv etwas zwischen den beiden getan. In CD1 haben sich die beiden konstant gestritten. In CD2 kaum noch. Eher im Gegenteil. Es gab den amüsanten Rundgang, die Geschichte in Fischermanns Horizont, das Konzert und generell haben die beiden viel Zeit miteinander verbracht. Keiner kann mir sagen, dass sich so nicht wenigstens eine Freundschaft aufbauen lässt. Es ist offensichtlich, dass Renoir Squall mag. Squall hingegen merkt man das kaum an. Im Gartenkrieg ging ihm Renoir sogar mehr oder minder am Bürzel vorbei. Hier muss man jedoch auch einwenden, dass Squall generell wenig von sich preisgibt. Das gilt für schlechte wie gute Emotionen, daher er kann dies auch gut verbergt haben. Vielleicht ist dieser kümmernde und doch recht emotionale Charakter der wahre Squall. Fassaden bröckeln unter Schock oder Trauer. Squall ist ein Charakter, der sich nie seinen Emotionen gestellt hat, demnach weiß er nicht, wie er darauf reagieren soll. Man mag zwar einlegen können, dass man als Söldner daran gewöhnt sein sollte, doch es ist ein Unterschied, ob ein Gardenschüler oder aber ein Freund oder gar Bekannter in Mitleidenschaft gezogen wird. Trotzdem wirkt diese plötzliche Affektion Renoir gegenüber falsch. Denn Squall hat selbst gegen Ende des Gardenkrieges keine Augenbraue verzogen, als er Renoir gerettet hat. Nicht mal einen Moment des Glücklichseins. Es fehlt der Funke, der die emotionale Verbindung zwischen beiden festigt. Es fehlt schlicht noch ein Moment der Ruhe, wo er sich ihr gegenüber leicht öffnet. Vielleicht in einem Moment der Wut, vielleicht in einem Moment der Trauer oder gar schlicht durch Überforderung in einer Situation. Dieser Moment hätte der Gardenkrieg sein können. Streich diesen dämlichen, antiklimatischen Ringplot und ersetzt ihn mit einem etwas ruhigeren Gespräch. Oder aber man hätte so etwas auch schön mit einem Monolog über Squalls Empfinden lösen können, also das, was später auf dem Weg nach Esther passieren wird. Ich kann es den vielen Spielern von FF8 nicht übel nehmen, wenn sie die Liebesgeschichte zwischen Squall und Renoir als unglaubwürdig wahrnehmen. Der plötzliche Sprung von CD2 zu CD3 ist viel zu schnell abgelaufen. Hinzu kommt, dass man viele Gespräche und Momente zwischen Squall und Renoir schlicht verpassen kann, indem man nicht, wie ich, wie ein Wahnsinniger jeden Raum zu ungewöhnlichen Zeitpunkten absucht. Doch trotzdem muss ich auch zugestehen, dass diese Beziehung funktionieren könnte, denn wie ich dargelegt habe, hat sich die Beziehung zwischen beiden stark und vor allem nennenswert verbessert. Es ist wirklich schade, dass Square hier Abkürzungen genommen hat und Sachen erzwingt. Verständliche Liebesbeziehungen in Spielen ist bis heute eine Königsdisziplin. Selbst bei längerem Überlegen fällt mir kein Spiel ein, das dies tatsächlich vollständig und verständlich aufgebaut hat. Dies liegt in der Regel daran, dass alltägliche Situationen fehlen. Das Spiel nimmt sich nicht die Zeit, diese aufzubauen. Und das ist wirklich schade. Nun gut, die ganze Situation wird übrigens durch einen weiteren Instant-Bewusstlosigkeitsanfall unterbrochen und es folgt der lustigste Laguna-Traum im Spiel. Yes! Laguna und seine Truppe haben wieder mal kein Geld. Nicht zuletzt, weil die Truppe sehr oft in Hotels genächtigt hat. Demnach versuchen sie nun etwas Bimbis bei einem Schauspieljob zu ergattern. In diesem Laguna-Traum kann neben Kairos übrigens auch Ward mit von der Partie sein. Je nachdem, ob ihr die Timbermaniac im Schumidorf liegen gelassen habt oder nicht. Erzählerisch macht es keinen Unterschied. Wie denn auch, Ward kann ja nicht reden. Ratet hier übrigens mal den Filmtitel. Folgende Tipps seien gegeben. Laguna spielt einen Hexenritter und verteidigt die Hexe, die das Model der Card Queen besitzt, vor einem Drachen, den Kairo spielen soll. Na, kommt euch diese Schwertbewegung bekannt vor? Vergleicht einfach mal die Schwertschwünge. Ist das zu fassen? Lagunas Laienschauspiel ist also die Grundlage für Cyphers romantischen Traum. Wow. Er liebt also auch Trashfilme. Da wird er mir doch gleich sympathischer. Ich liebe wirklich solche Details innerhalb einer Spielwelt. Es gibt dem Universum mehr Glaubwürdigkeit, Fülle und vor allem gibt es dem Spiel mehr Konsistenz. Die Welt von Final Fantasy VIII ist wirklich die größte Stärke von dem Spiel. Übrigens, findet ihr nicht auch, dass jetzt ein Film von Purpures Reisen gemacht werden sollte? Ich meine, das Buch hat schon eine Fortsetzung, also warum nicht? Es kommt übrigens, wie es kommen musste, und es geht etwas schief. Der Drache ist nicht Kairos, sondern ein echter Rumbrum-Drache. Es folgt ein kleines Minispiel unter fröhlichem Piano-Klimpern. Laguna kann schlagen und blocken. Das Minispiel ist also sehr einfach. Der Trick ist trotzdem auf Nummer sicher zu gehen, denn nach 3 Bissen liegt Laguna im Staub. Es gibt jedoch kein Game Over. Verteidigt einfach so lange, bis der Drache zubeißt und kontert sofort darauf. Das ist die sicherste Taktik. Nach dem Besiegen des Drachen nimmt Laguna die erstbeste Gelegenheit und flieht. Dabei trifft er Kairos und ab hier könnt ihr den Drachen einheizen oder euch nochmal zurückziehen, um eure Kopplungen zu überprüfen. Letzteres ist zu empfehlen, denn der Kampf gegen den Drachen kann nicht ohne sein.
Ihr könnt übrigens auch weiter nach hinten laufen und die Szenerie genießen, aber komplett vor dem Kampf fliehen könnt ihr nicht. Warum dann auch? Ein Laguna Loire flieht nicht. Ein Laguna Loire macht nur taktische Rückzieher und hat dabei Beinkrämpfe. Aber das trägt halt zum Überraschungsmoment bei. Von daher, frisch gekoppelt, stellen wir uns dem Rumbrumdrachen. Dieser ist auf hohen Leveln gefährlich. Für solche Fälle habt ihr jedoch Level Minus von Tombury. Ansonsten benutzt Aura, um den Drachen mit Limits zu plätten. Danach folgt ein schöner Ausblick der Umgebung. Doch wo befindet sich Laguna hier eigentlich? Und was ist das für ein großer, leuchtender Klotz im Hintergrund? Nun, dies sind die Trabia-Berge und im Hintergrund habt ihr gerade gesehen, wie der große Krater neben dem Trabia-Garten entstanden ist. Dieser Klotz ist die geheime Waffe Esters, die Cypher sucht. Die Lunatic Pandora, wie wir später noch herausfinden werden. Laguna hatte übrigens schon das Vergnügen gehabt, im zweiten Laguna-Traum darin herumzulaufen. Wie ich schon sagte, viele Elemente von Final Fantasy VIII sind toll miteinander verknüpft und lassen die Welt äußerst konsistent und lebendig wirken. Leider wird das alles durch den Zeitreisen-Hexen-Story, Selbstmord und die zu schwach aufgebaute Liebesbeziehung von Squall und Raynor etwas überschattet. Unser Laguna-Traum wird übrigens von Elione unterbrochen, die uns im Schlaf mitteilt, dass sie ihre Kräfte nicht unter Kontrolle hat. Okay. Das heißt, dass wenn Elione ein Nickerchen macht, werden willkürlich bekannte Personen ohnmächtig, egal was sie gerade tun. Da möchte man doch keine Bekanntschaft mit ihr machen. Bevor sie die Verbindung trennt, gibt Elione Squall noch einen letzten Einblick in Lagunas Versuch, Elione bei Idea zu finden. Daher Laguna kennt Idea und war in ihrem Waisenhaus, was auch Sinn macht, denn die Timbermaniacs liegen immer dort rum, wo auch Laguna war. Das hat schon was von den Duftnoten im Tierreich, nur halt in weniger ekelig. In Eliones Rückblick lernen wir übrigens viel Neues. Elione wurde damals von den Star-Soldaten entführt, weil Adele eine Nachfolgerin gesucht hat. Wir lernen außerdem, dass Laguna Reine verlassen hat, um Elione zu retten. Und wir lernen auch noch die Grenzen von Eliones Fähigkeiten kennen. Denn sie kann nicht die Vergangenheit ändern, sondern lediglich Gedanken in die Vergangenheit schicken. Außerdem lernen wir, dass Reine dabei starb, als sie ihren Sohn gebärte. Es wird im Spiel nicht direkt erzählt, doch wir kennen den Sohn von Reine und Laguna sehr gut und Elione weiß auch, wer dieses Kind ist, nur Squall scheint dies nicht zu erkennen, was sehr schade ist. Stattdessen schreit er nun wie ein Wahnsinniger durch die Gegend und möchte nun Elione finden, um die Vergangenheit zu ändern, obwohl diese ihm gerade gesagt hat, dass dies nicht möglich ist. Oh Squall, was ist denn aus dir geworden? Mit diesem traurigen Moment verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns in der nächsten Folge des Erfahrungsberichtes, wenn wir Elione anfangen zu suchen, die wirklich beschissenste Quests im Final Fantasy VIII Universum machen und nach Esther gehen werden. Cheerio!